Aber jetzt schon eine Rate von 12. Also es hat sich schon gesteigert. Alter, wir müssen diese Rate noch verdreifachen, Alter. Wir brauchen die dreifache Rate. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Railgrade, dem Logistikzug-Aufbauspiel aus Japan. Man könnte auch sagen, es ist mehr ein Brettaufbauspiel. Brettspiel, mehr so ein bisschen Monopoly-mäßig. Es ist quasi ein Brett, auf dem es bestimmte Felder gibt. Oh, es gibt Nordlichter, guck mal, das sieht ja geil aus. Auf dem es bestimmte Felder gibt und wir müssen halt dafür sorgen, dass wir die Felder nutzen, um unser Logistik- und Industrienetz gewinnbringend aufzubauen. Wenn wir bestimmte Parameter dann erfüllt haben, bestimmte Produktionsziele erreicht haben, dann haben wir quasi auf dem Brett gewonnen. Dann geht es zum nächsten Brett. Und das ist mal was anderes auf jeden Fall. Es ist nicht dieses übliche Sandbox-mäßige, ich baue mir einfach eine schöne Modelleisenbahn auf, sondern hier geht es eigentlich wirklich um Ergebnisse. Und genau, das ist jetzt so das Ding. Ihr habt mir schon gesagt, ich soll mal weniger Kredite aufnehmen, weil ich dadurch halt immer neue Kreditzinsen generiere, die mich immer weiter ins Minus drücken. Und ja, da ich jetzt eh schon in der ersten S-Stufe nicht mehr das schaffen werde, also die erste Stufe in einer Minute schaffe ich das niemals hier, werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir sparen jetzt mal ein bisschen Geld und zahlen dann mal ein und senken mal ein bisschen die Kreditzinsen, damit wir mal ein bisschen Cashflow wieder generieren, also ein bisschen den Cashflow steigern und die Zinsen senken. Das ist was wir machen müssen. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Railgrade reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, wie ihr das hier feiert, ob ihr das feiert, ob ihr es vielleicht auch selber spielt. Und ihr könnt euch das tatsächlich auch im Epic Store mit meinem Creator-Tag-Spielbär mit AE kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist auf jeden Fall eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Wenn ihr das schon gemacht haben solltet, vielen lieben Dank. Ihr könnt euch natürlich im Epic Store auch andere Spiele kaufen, nicht nur Railgrade. Genau. So, dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt 800, 860. Ich kann immer nur in tausender Schritten einzahlen. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich brauche 1000, damit ich einzahlen kann. Und dann müssten wir die Kreditzinsen schon mal gesenkt kriegen. Das Gute ist, die Stadt ist immer ein permanenter Verbraucher. Also momentan ist es so, unsere Industrien verbrauchen oder generieren uns gar nicht so viel Geld, weil die Lager halt mehr oder weniger voll sind. Und weil wir, ja, weil wir halt nicht genug Produktionsketten haben, beziehungsweise das nicht permanent läuft. Wir mussten einige Sachen verkaufen wegen Geldmangel. Und dadurch werfen die jetzt nicht so viel Geld ab. Hier sehen wir auch schon wieder, der Zug hier ist auch... Ah, jetzt schnell! Schnell einzahlen. Geld einzahlen. Nice. So, jetzt haben wir erstmal direkt wieder die Zinslast gesenkt. Das ist schon mal ganz wichtig. Und ja, jetzt haben wir zwar kein Geld erstmal. Und dadurch verlieren wir natürlich Zeit, was natürlich von meiner Bewertung abgeht. Aber ja, damit haben wir jetzt erstmal schon es etwas leichter, wieder auf Geld zu kommen. Und das ist schon mal ja nicht so schlecht. Das Problem ist jetzt, wie gesagt, hier wird jetzt der Draht nicht verbraucht. Jetzt werde ich mal Folgendes machen. Ich verkaufe jetzt mal... Genau, der sagt nämlich Empfänger voll. Zug voll. Ich verkaufe jetzt mal diesen Zug. So, jetzt habe ich nämlich wieder 300 übrig und mach mal hier jetzt... Wir haben ja hier schon Bahnhöfe gebaut für das Endprodukt, was ja jetzt auch produziert wird, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, da ist jetzt auch der Output voll. Mache ich jetzt mal einen Zug, damit wir schon mal ein bisschen vom Endprodukt schon mal ein bisschen was auch rauskriegen. Machen wir mal nur mit zwei Waggons das Ganze erstmal. Genau, weil dann können wir schon mal ein bisschen was verkaufen. Wir müssen ja 24 Waren verkaufen, mal gucken. Genau, Stahl ist jetzt bei 0, da kommt jetzt gerade nichts rein. Kann ja auch nicht. Hauptsache, wir kriegen erstmal wieder ein bisschen Zeug rein. Ein bisschen Geld. Über eine Strecke, die auch profitabel ist. Und jetzt haben wir einen Profit von 266 immerhin. Siehst du, wie das sich gleich auswirkt? Wir haben die Kreditzinsen einfach mal halbiert jetzt. Zwei Endprodukte haben wir raus exportiert. Wie groß ist denn das Lager da noch? Da sind noch mal zwei drin, dann können wir den Zug auch noch mal verkaufen. Ja, und dann müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass wir, ja, noch mal idealerweise noch mal vielleicht die Kredite noch mal zurückzahlen können. Noch einmal. Guck mal, jetzt haben wir einen schönen großen Profit. Momentan. Ist jetzt natürlich auch der einmalige Verkauf von den Gütern gewesen.
So, da wird jetzt eingeladen, genau, zwei Güter. So, und damit ist, wenn der das jetzt abgeliefert hat, ist das hier jetzt erstmal wieder leer. Dann können wir da auch die Arbeitskräfte jetzt eigentlich rausnehmen, weil die können jetzt eh nichts produzieren ohne Stahl. Genau. Und hier hinten wird ja auch gerade nichts abgeführt, dann nehmen wir die jetzt hier auch mal nochmal raus. Weil ich glaube, dann senkt mir auch, glaube ich, wieder unsere Kosten so ein bisschen. Ich glaube, die Arbeitskräfte muss ich auch bezahlen tatsächlich. Das heißt, wir können auch die beim Stahlwerk auch nochmal rausnehmen. Genau, und dann sparen wir uns da nochmal ein bisschen Geld. Und wenn die Strecke hier jetzt, genau, wenn er das jetzt verkauft hat. Sehr gut, dann verkaufen wir jetzt den Zug noch. So, und da haben wir jetzt wieder Geld. Und jetzt machen wir hier mal die Geldeinzahlung noch. So, jetzt haben wir immerhin schon mal keine Kreditschulden mehr, keine Zinsen. Jetzt wäre es natürlich noch schlau, wenn wir vielleicht sogar nochmal Geld einzahlen. Müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen noch. Ich weiß, das geht natürlich jetzt mega auf die Zeit. Eigentlich total schlecht, jetzt eigentlich umgekehrt machen müssen. Warten, bis ich Geld verdiene und dann einzahlen, damit ich Zinsen kriege und nicht bezahlen muss. Aber egal. Genau, auf jeden Fall haben wir jetzt keine Zinsen mehr. Die gehen jetzt gleich auf Null. Und dann können wir das, was dann übrig ist, können wir dann wieder investieren, indem wir wieder die Infrastruktur zum Stahlwerk auf jeden Fall aufbauen. Würde ich sagen. Ist im Stahlwerk eigentlich noch was drin? Im Stahlwerk wäre sogar noch was drin, tatsächlich. Da müssen wir sogar noch nicht mal die Kohle anschließen. Also wir müssen erstmal das Stahlwerk wieder anschließen, einen Zug fürs Stahlwerk kaufen, dann hier wieder Arbeiter zuweisen. Genau. Und dann erstmal so wieder vorgehen, würde ich sagen. Genau, jetzt muss ich erstmal die Stahl... Und danach dann die Kohle wieder anschließen. Übertreib's nicht mit den Bahnhöfen an dem Stahlwerk. Zwei Waggons reichen aus. Schauen wir mal, dass wir das dann mit zwei Waggons machen auf jeden Fall. Ich will mal ganz kurz gucken, wie teuer ist denn die Strecke dann, wenn ich jetzt hier eine Hochbahn draus mache. Ich glaube, ich mach's mal so. So, und dann machen wir mal da nur einen Bahnhof. Und da auch nur einen. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Kriegen wir da noch einen Zug hin jetzt? Weil da können wir jetzt nämlich die billige Lok nehmen. Ja! Haha! Geschafft! Nice! Weil dann kann da nämlich wieder Stahl hingeliefert werden. Dann könnt ihr nämlich hier wieder produzieren jetzt. Machen wir mal zwei Arbeitskräfte da rein. Und Draht haben sie ja auch noch. Machen wir das mal so. Ich glaube, das ist ja nicht so unschlau. Hier ist noch Stahl eingelagert. Das Werk müssen wir jetzt also nicht aktivieren. Und jetzt müssen wir dann noch schauen, dass wir hier nochmal Geld kriegen für die Strecke. Und dann nochmal für die Drahtstrecke. Und dann müssen wir hier unten die Kohle wieder an den Start bringen. Und dann läuft das. Brauchst du einen Kredit? Nee, bitte nicht. Bitte, danke, nein. So, warte mal gucken. Können wir da jetzt noch ein Dings machen? Ja, können wir. Okay, das müsste jetzt ja hier wieder produzieren, ne? Müssten sie eigentlich machen. Ich hätte den vielleicht weiter hinten platzieren sollen. Ja, sie haben aber jetzt eine Einheit Waren, haben sie schon wieder produziert. So, jetzt müssen wir mal zusehen. Wie viel Stahl ist noch drin? 5 Einheiten. Wir können ja einen schon mal wieder einstellen, dass die Kohle hier noch verarbeitet wird. Dann haben wir nochmal eine Einheit. Mal gucken. Aber das sieht gut aus mit dem Zug hier. Wie viel Zeit haben wir noch? 36 Sekunden in der B-Stufe. Ja, diesmal läuft es leider nicht so fluffig. Ich brauche zu lange diesmal. Lager ist voll. Ja, das müssen wir mal noch hinkriegen hier. Okay, wir brauchen jetzt hier noch einen Zug. Machen wir mal da auch nur mit zwei Waggons. Das Ganze. Und dann, ja, müsste das jetzt eigentlich laufen. Jetzt müssen wir dann noch dafür sorgen, dass hier die Kohlezufuhr wieder stimmt. Und dann läuft das. Hier mal auch wieder Arbeiter zuweisen. Genau, guck mal. Weil jetzt wird nämlich hier auch wieder verbraucht. Ne? Also die Lok hier, die kann jetzt auch wieder abliefern. Dadurch wird hier wieder Geld generiert. Hier wird jetzt auch permanent Geld generiert. Und hier auch beim Stahlwerk. Und dann, wenn dann die Kohle noch mit dazu kommt, wird da auch permanent Geld generiert. Wir müssen permanent Geld generieren. Und das Achievement, also das Ziel, wird dann auch erledigt. Okay, warte, warte, warte. Jetzt können wir wieder hier noch eine neue Strecke machen. Machen wir das mal so.
Oder eigentlich machen wir mal hier auch nur zwei Bahnhöfe. Zweimal Kohle. Machen wir mal so. Genau. Dann haben wir das auch schon erledigt. Dann kriegen die nämlich hier wieder Kohle jetzt. Weil jetzt geht nämlich gleich der Stahl gen Süden. So, und dann machen wir hier dasselbe auch wieder. Bisschen kürzer die Strecke machen. In der Kürze liegt die Würze, könnte man sagen, in dem Spiel. Man sollte hier nicht zu viel übertreiben eigentlich. Guck mal, da reicht eigentlich auch nur ein Bahnhof, weil das Ding ist so nah dran. Und jetzt haben wir einen schönen dicken Profit. Reicht nicht ein Bahnhof pro Ende der Strecke. Bei kurzen Strecken, ja, theoretisch könnte ich hier auch einen Bahnhof entfernen einfach. Genau, und hier auch noch. Ist der noch verbunden dann? So, auf jeden Fall können wir jetzt noch einen Zug draufpacken. Dann nehmen wir mal den Billow-Zug. Na, kriegen sie jetzt Kohle noch? Ja, kriegen sie. Okay, gut. Genau, guck mal. Läuft, meine lieben Freunde. Guckt euch den Profit an. Siehst du, ich habe viel zu ausschweifend gebaut. Ich habe viel zu viel Geld ausgegeben für die ganzen Bahnhöfe und so. Ich kann viel weniger Bahnhöfe nutzen einfach. Geil. Wie viel haben wir denn jetzt schon an Waren produziert? 9. Können wir vielleicht die Produktion mit mehr Arbeitern noch ein bisschen steigern? Stahl könnte noch ein bisschen schneller kommen. Das wäre vielleicht noch gut. Dann machen wir mal da noch mehr Arbeitskräfte jetzt rein. Kohle haben wir noch ganz viel eingelagert. Ich meine, na gut. Es ist natürlich schon nicht sinnlos, wenn wir hier doch noch Bahnhöfe hinzufügen. Ich mache jetzt noch mal eine Einzahlung. Weil dann kriege ich nämlich Geld auf mein eingezahltes Kapital. Und mache dann doch noch mal hier Bahnhöfe hin. So. So. Und hier auch noch mal. Dann geht das nämlich schneller mit dem Beladen. Dann kriegen die hier schneller wieder Kohle. Können schneller verarbeiten. Und dann können wir nämlich den Zug hier auch noch mal länger machen. Und dann kriegen die nämlich hier schneller Stahl, dann kommen schneller die Güter, dann kriegen wir wieder schneller Geld. Dampf ist zuverlässig. Sehr schön. Aber wir haben schon die Hälfte fast an Waren, die wir exportieren müssen. 400. Schön einladen, genau. Wie viel ist denn hier eingelagert eigentlich? 24 von 24. Siehst du, da ist so viel eingelagert. Das kriegen die gar nicht so schnell los. Jetzt haben wir wieder 1000. Jawohl. Und durch die Zinszahlung kriegen wir jetzt sogar Geld. Dann mache ich jetzt noch eine Einzahlung. Dann kriegen wir noch mehr Zinsen. Das passt, glaube ich. Wie viel Stahl ist eingelagert? 5. Okay. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Stahl nochmal auszubauen. Den Stahlzug auch zu erweitern. Und das sollten wir machen. Hängen wir da mal noch Wagen dran. Würde ich sagen. Jetzt ist er natürlich langsamer dadurch, aber ist jetzt erstmal egal. Haben wir ihn verdoppelt. Dann kommt doppelt so viel Stahl hier hinten an. Dann müssen wir mal schauen. Draht kommt ja deutlich mehr an als Stahl momentan. Deswegen ist das gar nicht so schlecht. Und Waren, da sind immer zwei drin. Die können immer exportiert werden. Ist auch gut. Wobei wir da vielleicht sogar auch nochmal einen zusätzlichen Bahnhof bauen können, damit das Entladen noch schneller geht vielleicht. Jetzt geht das Geld ausgeben wieder los, ja. So ist das. Fröhliches Geld ausgeben. Aber so ist das halt. Wir können es uns jetzt halt leisten. Jetzt kriegen wir ja auch Zinsen obendrauf. Guck mal, jetzt sind auch 4 Einheiten im Lager direkt. Da könnte man den Zug tatsächlich jetzt auch größer machen. Jawohl, guck mal, der Stahlzug ist voll. Das ist doch eine schöne Sache jetzt. Siehst du, so muss man rangehen. Das hätte ich gleich von Anfang an berücksichtigen sollen. Erstmal mit wenig Bahnhöfen anfangen und dann sich steigern. Außer bei der Stadt, weil bei der Stadt ist der Verbrauch ja immer gleich hoch. Da kann man ruhig schon ein bisschen in die Vollen gehen mit den Bahnhöfen. Wobei vielleicht selbst hier auch die Hälfte der Bahnhöfe vielleicht sogar ausgereicht hätte. 1200, nice. Jetzt läuft das. So, dann machen wir jetzt hier noch den Zug länger. Für die Waren. Stahl, genau. Warte.
Konfigurieren. So, da haben wir ihn länger gemacht. Jetzt muss er hier natürlich da die Steigung bewältigen. Ja, kriegt er hin. Und gleich haben wir es geschafft. Sind nicht mehr viele Waren, die fehlen. Ja, immerhin schaffe ich es noch im C-Bereich. Diesmal. Aber diesmal habe ich echt lange gebraucht. Das muss man schon sagen. Also das war keine Meisterleistung diesmal. Empfänger voll. Da können wir, glaube ich, jetzt sogar beim Draht vielleicht auch nochmal eine Schippe drauflegen. Dass wir hier auch nochmal einen Bahnhof hinzufügen. Da sind ja schon zwei Bahnhöfe, genau. Dass wir hier vielleicht auch nochmal einen dritten Waggon noch dran pappen. Dass noch mehr Draht transportiert werden kann. 2000, jetzt zahle ich nochmal ein. Alter Schwede, brauchst du ja nur noch Zinsen kassieren. Du musst ja gar keine Züge mehr fahren lassen, ne? Dieser Zinseszinseffekt ist schon echt krass dann. 115 Zinsen kriegen wir jetzt schon. Und gleich haben wir es geschafft. Noch dreimal Waren. Wie viel sind denn drin? 4. Sehr gut. Ja, das läuft doch sehr gut jetzt. Jetzt haben wir es eingetaktet. Jetzt haben wir es eingetaktet und müssen schon wieder zur nächsten Karte dann gleich wahrscheinlich. Also wir merken uns am Anfang bei den Industrien vielleicht lieber immer einen Bahnhof erstmal nehmen. Und vielleicht auch erstmal nur einen Zug, weil die auch das gar nicht so schnell abtransportieren können sonst. Weil einfach sonst die Strecken im Unterhalt einfach so wahnsinnig teuer sind. Und dann ab einem bestimmten Punkt, wenn die Industrien vollgelaufen sind, einfach auch nicht produktiv sind mehr. Dann werfen die auch kein Geld mehr ab, die Strecken. Nice, wir haben es geschafft. Wow. Sieg, Überforderung. Das war wirklich Überforderung. Das muss ich mal sagen. Jetzt habe ich natürlich nur 2 Coupons verdient. Ich kann diese Session, diese Map auch nochmal spielen und kann versuchen, das auf S zu schaffen. Ja, also dann kann ich noch mehr Coupons verdienen. Hey Yoshida, ich sag's dir gleich. Ich werde dir nicht nach jedem Auftrag eine Nachricht schicken. Du kannst dir sicher sein, dass mein Terminal mitverfolgt, wann du Aufträge erledigst. Und ich habe dir einen großen Arbeitsvorrat zugewiesen. Folge einfach deinem Navigationscomputer. Im Moment solltest du 2 Aufträge haben. Einen Hauptauftrag und einen optionalen Auftrag. Wenn du besonders fleißig bist, kannst du die optionalen Aufträge erledigen. Aber ich werde dich nicht verurteilen, wenn du es nicht tust. Okay, wir machen mal den optionalen. Ich will mal wissen, was das ist. Vielleicht kriegen wir da besondere Gebäude oder so. Man weiß es nicht. Guck mal, jetzt haben wir Wassergabelung. Aber wir haben auch Bonus metallische Produktion. Das klingt doch spannender irgendwie. Metallische Produktion. So, jetzt bin ich mal gespannt. Haha. Neue Map, neues Glück, meine lieben Freunde. Metallische Produktion. Öffne die Schleusen. Starte die Produktion im Stahlwerk. Sei auf die Möglichkeit umfangreicher Erweiterungen vorbereitet. Das klingt doch schon mal gut. Also, wir müssen... Was müssen wir machen? Export. Stahl exportieren. Während der Ersteinrichtung werden Therma angehalten und beim Zerlegen 100% der Kosten erstattet. Alles klar. Das ist Stahlwerk hier hinten. Wo ist die Kohle? Oh, was ist denn hier? Kohlekraftwerk. Arbeiterunterkunft. Das hier ist Kohle, genau. Das hier ist auch Kohle. Und wo ist Eisen? Da drüben. Okay. Eisenbergwerk. Zeppelin. Da würde ich doch mal sagen, holen wir uns die Kohle schon mal von hier hinten. So, diesmal, wie gesagt... Herr Spielbär, achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht gleich eskalieren mit Bahnhöfen. Bitte nicht gleich eskalieren. Kann man eigentlich Tunnel bauen? Moment. Ist das erhöht gebaut? Nee, warte mal. Ah! Sekunde mal bitte hier. Machen wir mal hier entlang dieser vorgezeichneten Strecke hier, würde ich sagen. Und dann schon mal so... Und erstmal nur mit einem Bahnhof anfangen. Guck mal, ich habe 46.000 hier. Warum habe ich denn hier so viel Geld? So viele Yen, was ist denn da los? So, genau, warte. Keine Arbeiter zu. Haben wir hier eine Stadt? Nee, eine Stadt haben wir hier nicht. Arbeiterunterkunft. Gestellte Arbeitskraft 20. Okay, das ist schon mal gut. Sekunde. Mach mal von hier, vom Stahl. Also vom Eisen. 8 Einheiten Stahl. Das klingt irgendwie zu leicht. Ich weiß auch nicht. Mach das vielleicht mal eher hoch. So, und dann mach das mal rüber. Nee, warte. Das ist gemein hier. Genau, mach das mal so. Erstmal nur die Brücke und dann wieder runter, weil dann... Nein! Dann kostet es weniger Geld, wenn wir es dann wieder runternehmen. Nein, mit V.
Vielleicht nicht ganz so steil runternehmen. So, genau. Was? Also, nee, passt, genau. Hervorragend. Und dann macht da mal einen Bahnhof hin. Und dann hier drüben auch einen Bahnhof. So, und dann brauchen wir einen Bahnhof hier und dann zum Zeppelin-Dock noch einen. Einmal da einen Bahnhof und einmal da einen Bahnhof. So, genau, perfekt. Jetzt brauchen wir Züge. Die sind ja alle mehr oder weniger. Ja, gut, bis auf hier. Hier machen wir mal einen stärkeren Zug auf das Gleis. Zweimal Kohle. Hier müssen wir auch eher einen schwächeren am besten nehmen. Dann sparen wir uns ein bisschen Geld. So, und hier nehmen wir auch einen schwächeren. Eine Boiler-Lokomotive. Sparen wir uns auch Geld. Super, so, dann weist mal Arbeit dazu. Nice. Warum habe ich hier 19 Minuten Zeit? Warum habe ich hier so viel Geld? Frage ich euch. Das ist interessant. Da muss noch irgendwas kommen. Das ist bestimmt nur der Anfang mit dem Stahlexport. Ich sag's euch. Was sind das hier eigentlich für Gebäude? Das ist die Bank. Warte, dann können wir doch gleich mal. Ich zahle gleich mal ein bisschen was ein, wa? Dann kriege ich gleich direkt Zinsen hier aufs Geld. Wenn ich schon so viel Kohle habe, dann kann ich das ja mal machen, oder nicht? So, jetzt müsste hier eigentlich gleich schon das produziert werden. Vielleicht sollten wir hier jetzt aber doch ein paar mehr Bahnhöfe bauen. Besser ist das, glaube ich, weil die Strecken sind hier doch recht lang irgendwie. Also gut, hier vielleicht bei der Kohle nicht, aber beim Eisen. Und dann den Zug vielleicht schon mal so ein bisschen länger noch machen. Vielleicht doppelt so lang. Ich glaube, das ist schlau, weil das ist so weit weg hier hinten. In der Zeit ist ja das Eisen schon immer direkt vor. Ihr seht da das nämlich? Wir haben nämlich mehr Kohle als Eisen drin. Das heißt, wir müssen die Rate fürs Eisen erhöhen. Es geht nur, wenn wir mehr Kapazität im Zug haben. Weil die Strecke so lang ist. Bei Kohle und Eisen muss ich keine Arbeiter zuweisen. Nein, die laufen immer automatisch, die Sachen. Das passt schon. Nee, ich muss nur bei den Industrieanlagen, bei den Verarbeitungen muss ich das machen. So, sehr gut. Durch die Zinsen, siehst du, haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen schönen Cashflow. Und ich meine, solange wir die ganze Kohle auch nicht brauchen, wir können sie ja hinterher wieder rausziehen. Kann ich eigentlich gleich mal so 10.000 Yen einfach mal einzahlen, weil das ist ja schon ein ordentlicher Zinsertrag, den wir da machen. Solange das Geld passiv auf dem Konto rumliegt, da vergammelt das nur, können wir es erstmal dafür, können wir erstmal dafür sorgen, dass wir Zinserträge kriegen. Da draus. Nicht schlecht. Ein paar Prozente generieren und so. So, da kommt ordentlich Eisen jetzt. Das wird auch Zeit. Genau, nice. Guck mal. Wunderbar. Genau, wir sind auch so profitabel, auch ohne die Zinsen. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir 4 Einheiten Stahl. Dann können wir jetzt den Stahlzug eigentlich auch schon direkt länger machen. Weil wir jetzt schneller Stahl reinkriegen werden. Konfigurieren, macht mal gleich doppelt so viel. Auch wenn der jetzt noch leer ist, aber egal. Das wird sich gleich alles einrenken. So, haben wir Wasser zufällig irgendwo? Können wir Industrien noch zusätzlich hinzufügen? Sieht nicht so aus, oder? Ich kann hier keine Industrie bauen auf der Map. Gibt es denn hier eine Wasserquelle, eine Pumpe oder so? Ein Couponshop gibt's. Was kann ich mir denn da kaufen? Einen Drahtwickler. Aber das ist nur ein Upgrade. Erdwärmekraftwerk. Nee, sieht nicht so aus. Nee, lohnt sich nicht hier irgendwas zu kaufen. So, wir haben jetzt 4 Stahl hinten drauf. Perfekt, das sieht sehr gut aus. Das sieht ganz ausgezeichnet aus. Dann haben sie jetzt hier auch gleich wieder ein bisschen was drin. Genau, jetzt kommt wieder Eisen rein. Sehr gut, nice. Ja, wir müssen schauen, dass wir einen höheren Rhythmus noch hinkriegen bei der Versorgung mit Rohstoffen. Das sollten wir mal noch versuchen. Pass mal auf, wir machen hier jetzt auch noch mal einen neuen Bahnhof. Und hier auch noch einen neuen Bahnhof. Und dann würde ich sagen, machen wir hier den Kohlezug auch gleich mal doppelt so lang. Und auch beim Eisen würde ich sagen, mach mal ihn sogar auch noch länger. Da nehmen wir jetzt eine ganz andere Lok, würde ich sagen.
Wir nehmen eine andere Lok und machen den Zug 6 Einheiten lang. Also, das heißt, löschen, 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 löschen. Und wir sagen Workhorse-Lokomotive und sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit wir schon mal ordentlich Stoff geben. Lass das Stahl fließen, nice. Das Herzstück dieser Region ist das Level 3 Stahlwerk. Deine Aufgabe ist es, den Stahlexport zu maximieren. Genau, das habe ich mir schon fast gedacht. Baue zunächst eine einfache Versorgungslinie auf und verdopple dann den Umsatz von Rohstoffen, Exporten und Katalysatoren. Diese Region hat das Potenzial, Stahl in riesigen Mengen zu exportieren, wenn du sie richtig entwickelst. Das habe ich mir schon fast gedacht, nämlich, dass das genau das ist, worauf es hinausläuft. Guck mal, da müssen wir jetzt nämlich noch mehr Stahl exportieren. Wie viel ist denn jetzt hier schon? Guck mal, jetzt sind hier schon wieder 2 Einheiten auf Lager. Guck mal, die Arbeiter, das sind auch so viele Arbeiter, dass die gar nicht auslasten können, die Produktion momentan. Dann sollten wir vielleicht gleich, weil es Eisenerz ist das, was anscheinend gerade am wenigsten reinkommt. Da sollten wir einfach gleich nochmal eine Eisenerzlein machen. Und zwar eine, die in die Richtung geht. Am besten auch eine erhöhte Linie, weil irgendwie öffne die Schleusen, hat so ein bisschen was von, das wird hier bald alles geflutet irgendwie. Going the distance, nice. Machen wir das mal so. Bahnhof, 1, 2, 3. Machen wir auch wieder 3 Einheiten. 1, 2, 3. Und dann wieder ein Zug. Am besten ein Dampfzug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obwohl, nee, warte mal. Wir nehmen so einen anderen. Den hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fertigstellen. Sehr nice. Weil dann kriegen wir nämlich hier nochmal mehr Eisen. Doppelt so viel als vorher. Weil bei 36 ist schon eine ganz schöne Ansage. 36 Stahl pro Minute. Guck mal, das ist ja eine Rate. Genau, das sind ja keine Einheiten. Das ist ja eine Rate, die wir jetzt erreichen müssen. Das ist also gar nicht so. Da brauchen wir, glaube ich, auch nochmal eine zweite Strecke. Oder noch mehr Output hier. Guck mal, da können wir gleich direkt das so machen. Und so. Und den Zug hier gleich auch nochmal konfigurieren. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fertigstellen, genau. Gerade auch, wenn jetzt hier mehr Eisen reinkommt und so. Denn das Eisen ist der limitierende Faktor bis jetzt. Guck mal, jetzt läuft es nämlich auch durch, das Stahl. Naja, gut, nicht ganz. Aber es könnte durchlaufen. Kohle ist jetzt das Problem. Können wir den Kohlezug auch nochmal? Komm, den machen wir auch doppelt. Da machen wir jetzt auch 6. Genau, konfigurieren. Löschen, 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 löschen. Geile Lok hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Machen wir jetzt auch so. Da gibt es ordentlich Stahl. Produktionsrate ist aber immer noch nur 4,7. Alter, wie soll ich denn da auf eine Produktionsrate von 36 kommen? Aber unsere Zinserträge sind richtig schön hoch. Ich glaube, ich muss noch ein paar... Kann man hier noch Quellen hinzufügen irgendwie? Also hier hinten ist ja noch mal Kohle. Und das sind ja immer jeweils 4 Einheiten. Das heißt, hier kann man 12 Einheiten rausholen an Kohle. Und hier auch nochmal 12, also 24. So, und hier bei den Dingern ist es immer jeweils 8. 16, auch 24 insgesamt. Also ich glaube, wir müssen da auf jeden Fall noch eine zweite Kohleroute machen, wenn ich mir das so angucke. Weil jetzt ist gerade zu viel Eisen drin und zu wenig Kohle. Okay, warte. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Weil hier kommt man, glaube ich, an diesen komischen Staudamm oder was das da ist, kommt man nicht so gut vorbei, glaube ich. Mach das mal so. Und dann mach das mal so. Mach mal da auch gleich 1, 2, 3. Wir haben ja das Geld. Ich meine, warum sollen wir geizen, ja, wenn wir die Kohle haben? Im wahrsten Sinne des Wortes. Warum sollen wir denn da dann geizig sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fertigstellen. So, dann kriegen wir schon mal mehr Kohle rein. Jetzt kommt nämlich sehr viel Eisen. Produktionsrate 7,3. Ist schon mal mehr geworden. Rundstrecken, auf denen so viele Züge wie möglich fahren. Das wäre auch eine Idee tatsächlich, ja. Wenn wir das über Rundstrecken lösen. Wir haben ja im Grunde eigentlich schon eine Rundstrecke, mehr oder weniger. Wir müssen sie ja nur noch verbinden eigentlich. Und dann ist die Frage, wie viele Bahnhöfe brauchen wir dann? Weil die müssen ja dann auch mit den Werken immer noch verbunden sein. Wir können es ja mal bei der Kohle vielleicht einfach mal probieren, glaube ich. Weil da lohnt es sich, glaube ich, am ehesten. Machen wir mal hier noch einen Bahnhof hin. Und die Bahnhöfe hier machen wir mal schnell weg. Und den Bahnhof hier vorne machen wir mal auch weg.
Und dann machen wir mal hier. Wow, okay, das geht nicht. Moment. Nee, warte mal. Mach das auch mal nochmal weg. Nein, nicht mit dem Zug. Und das machst du mal. Warte. Ja. Nee, nach oben. Warte. Gott. Bitte stopp. Moment, Moment. Uno momentito. Runter. So, warte, 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 warte. Eins, zwei, drei, vier. Na schade, jetzt ist da die Dings, die Steigung. Genau, so, da hat er schon mal einen Bahnhof. Genau, so, jetzt müssen wir hier hinten das Gleis durchziehen und hier hinten reingehen. Genau. Hupsala, was hat er jetzt gemacht? Irgendwas habe ich gemacht. Ich bin auf den Coupon-Knopf gekommen. Genau. Ah, jetzt fährt er natürlich in die andere Richtung. Ist jetzt die Frage, warte mal, kann man dem auch sagen, er soll doch vielleicht bitte geradeaus weiterfahren? Warte mal. Umkehren, Stopp, konfigurieren, verkaufen. Wie konnte ich denn nochmal die Strecke festlegen? Wie ging denn das nochmal? War das bei konfigurieren? Ah, warte, doch, jetzt hat er es, oder? Jetzt hat er es richtig. Jetzt hat er es. Zumindest der eine hat es, der andere hat es noch nicht. Können wir ihm sagen, umkehren? Genau, fahr mal in die Richtung. Dann machen wir das nämlich so jetzt. Jetzt ist nur die Frage, hoffentlich hält er sich da jetzt dran. An diesen Kreisverkehr. Jetzt kommt natürlich keine Kohle rein. Ein steiniger Anfang, was? Ja, das kann man aber so sagen auf jeden Fall. Können wir hier noch Bahnhöfe hinzufügen? Damit das mit dem Entladen schneller geht. Ich weiß nicht, ob die verbunden sind jetzt. Das ist so die Frage. Scheint aber geklappt zu haben, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das ist doch unlogisch. Der volle Zug fährt durch ein Depot, wo er beladen werden könnte. Ja, aber wenn er beladen wäre, er kann ja nicht beladen werden, wenn er voll ist. Wieso ist das unlogisch? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir müssen ja auch erstmal die Strecke so anordnen, wie wir sie haben, also wie wir sie auch haben wollen dann. Und jetzt ist ja der Kreisverkehr hergestellt. Jetzt haben wir es ja hingekriegt. Jetzt müssen wir nur schauen, dass es schneller B- und Entladen werden noch. Und das geht halt mit mehr Bahnhöfen, weil wir müssen ja die Rate hochkriegen. Pro Waggon halt einen Bahnhof. Wenn wir jetzt noch mehr Züge hier drauf packen, kriegen wir die Rate der Kohle noch weiter nach oben. Das heißt, ich mache jetzt mal hier auch einfach noch 1, 2, 3, 5, 6. Fertigstellen, genau. Jetzt müssen wir noch mehr Züge da drauf packen auf die Strecke, damit die Rate steigt. Weil die Rate steigern wir, indem wir schneller B- und Entladen mit mehr Masse. Und wenn halt einer nicht vollgeladen werden kann, dann fährt er halt zum nächsten Bahnhof. Zum Beispiel der da hat jetzt da wieder vollgeladen, genau. Fährt er jetzt raus, jetzt wird der wieder voll beladen. Und irgendwer kommt dann vielleicht mal und wird nicht voll beladen. Der kann ja dann durchfahren. Wenn da nichts ist, kann er ja dann durchfahren zum nächsten. Und wird dann beim nächsten voll geladen. So funktioniert das dann. Wenn er natürlich schon voll ist, wird er nicht beladen. Ja, da fährt er einfach durch. So, da ist jetzt nur eins drin. Genau, da müsste er jetzt eigentlich... Genau, der fährt ja jetzt weiter. Seht ihr das? Er bleibt gar nicht stehen und wartet, bis der Rest da ist. Sondern er fährt einfach weiter, weil er weiß, der nächste ist wahrscheinlich voll. Was ja auch stimmt. Hier sind ja noch... Hier ist ja noch, genau. Genauso hat der es auch gerade gemacht. Habt ihr das gesehen? Die fahren halt immer wieder weiter und lassen sich dann beim nächsten wieder vollladen. Deswegen, wie gesagt, Rate erhöhen. Dann passt das. Jetzt sind wir schon wieder bei 10. Mir gefällt hier diese Streckenanordnung noch nicht so ganz. Das geht noch besser. Ich habe das hier zu hoch gemacht. Das muss ich eigentlich mal nochmal ändern. Wenn die gleich alle runtergefahren sind, muss ich das nochmal neu machen. Aber wie gesagt, hier diese enge Kurve führt dazu, dass sie sehr stark verlangsamt werden. Und auch hier diese Steigung ist nicht so geil. Das machen wir jetzt gleich mal neu noch. Dann machen wir das lieber so. Und so. Und so. Und dann löschen wir das hier. Nein, warte, es wird. Schnell Bahnhöfe. Bahnhöfe, Bahnhöfe, Bahnhöfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. So, dann haben wir Bahnhöfe. Genau. Und dann können wir das hier noch löschen. Genau. So. Dann ist es nämlich besser, da ist nämlich keine Steigung drin. Hervorragend. Und da haben sie geliefert. War jetzt aber nur 4 Einheiten, oder? Ne, ja, der verbraucht immer schon direkt die erste Einheit. Wir sehen schon, den Kreisverkehr brauchen wir beim Eisen gar nicht. Weil beim Eisen da kommt aktuell immer noch so viel rein. Die Kohle ist momentan das Problem. Wer hätte das gedacht? Aber jetzt schon eine Rate von 12. Also es hat sich schon gesteigert. Alter, wir müssen diese Rate noch verdreifachen, Alter. Wir brauchen die dreifache Rate. Naja, mehr Züge halt, ne? Hier nochmal eine Lok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fertigstellen.
Mehr Züge, mehr Züge, mehr Züge. Ja, vierter Kohlezug, genau. Das ist das Einzige, was was bringt. Wir müssen die Rate steigern. Wir müssen die Rate immer weiter steigern, dass möglichst viel Kohle in möglichst kurzer Zeit transportiert wird. Und nur das hilft. Und natürlich auch die Streckenführung, ne? Haben wir auch gesehen. Die Streckenführung wirkt sich natürlich auch aus. Auf die Beschleunigung der Züge. Die müssen ja dann abbremsen da, genau. Und wenn der Zug nicht ganz so voll ist, dann braucht er auch ein bisschen länger. Beziehungsweise fährt auch ein bisschen schneller, ja. Der leere Zug ist schneller. Da muss er jetzt warten, genau. Oh, der hat sich auch gleich direkt vollgeladen. Nicht schlecht. Sehr nice, meine lieben Freunde. Ah, jetzt haben wir schon eine Rate von 14. Das sieht schon gut aus. Wir haben aber auch sehr viel Stahl schon noch eingelagert, sehe ich gerade. Warte mal, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen was machen. Gleich mal hier noch mehr Bahnhöfe bauen. Und dann hier am besten gleich den Zug auch noch mal ein bisschen größer machen. Die Rate beim Stahlzug noch mal verstärken. Denn sonst ist nämlich hier der Output voll und dann geht es nämlich auch nicht weiter, wenn der Output voll ist. Und zur Not noch mal eine zweite Strecke beim Stahl machen. Du kannst noch eine Steigung rausnehmen beim Kohlezug. Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir die Abfuhr vom Stahl noch ein bisschen gesteigert kriegen jetzt. Er hat nämlich hier 32. Guck mal, der produziert ja im Grunde eigentlich schon in einer hohen Geschwindigkeit. Er kann es nur nicht abführen. Wir machen mal gleich noch eine zweite Strecke beim Stahl. Und machen die genauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hier auch wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann machen wir hier Zug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und fertig. Genau. 30 Sekunden noch in der S-Stufe. Diesmal schaffe ich es auch wieder leider nicht in der S-Stufe. War ich wieder ein bisschen zu lange rumgeguckt hier. Eisen wird das nächste Nadelöhr. Ja, jetzt, ja, aber wobei, jetzt hält es sich halbwegs die Waage. Jetzt ist eher der Output das Problem gerade. Da müssen wir jetzt dafür sorgen, dass das passt. Weil bis dahin, guck mal, bis die da rüber gefahren sind, ist ja das Stahlwerk schon wieder voll. Aber ich sehe auch, das Eisen ist gerade wieder auch ein Problem jetzt. Okay, warte mal, dann machen wir das mal auch beim Eisen gleich nochmal anders. Aber jetzt bin ich eh schon in der A-Stufe. Das Stahlwerk kannst du auch upgraden. Da brauche ich eine Lizenz, warte mal, kann ich mir die kaufen? Nee, kann ich nicht, geht nicht. Kann ich nicht machen, brauche ich eine Lizenz zu. 16.000 Yen brauche ich und eine Lizenz. Ohne Lizenz geht das nicht. Okay, warte, nee, wir müssen jetzt erstmal das hier machen. So. Warte. So. Genau. Und dann hier hinten auch das durchziehen. Moment. Damit ihr ja auch einen schönen Kreisverkehr kriegen. Dann machen wir jetzt hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Und dann machen wir hier auch 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Und schauen, dass die alle in dieselbe Richtung fahren. Genau, tun sie auch schon. Und dann hauen wir hier noch einen Zug drauf jetzt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Nice, nice. Das läuft, das läuft. Ja, ich glaube, wir brauchen... Warte mal, wir machen mal hier die Züge nochmal anders. Wir machen mal die letzten beiden Wagen weg. Bei dem machen wir mal auch die letzten beiden weg. Weil dann ist er nämlich schneller hier. Und dann machen wir noch einen dritten Zug daneben jetzt. Einen dritten Exportzug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3... 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann steigern wir die Rate noch weiter. Guck mal, wir haben aber schon 19. Nicht schlecht. Jetzt hängt es am Eisen, wie ihr schon gesagt habt. Jetzt müssen wir jetzt schauen, dass wir das Eisen auch hochkriegen nochmal. Ja, schön. Guck mal, da kommt genau das rein und dann wird es weiter produziert. Sehr gut. Der kommt auch gleich rechtzeitig an. Entladen wird jetzt auch schneller. Guck mal, jetzt brauchen wir noch einen Eisenzug. Machen wir noch einen. Vier Eisenzüge, genau. Und dann haben wir es, glaube ich. Da müsste das eigentlich die Menge sein.
Mal sehen, ob wir es noch schaffen in der Minute jetzt, in der letzten Minute, die noch läuft. Nein, Wasser gibt es nicht als Katalysator, habe ich schon geguckt. Gibt auch kein Upgrade. Wir müssen das wirklich mit den Mengen schaffen, die hier ausgewiesen werden. Und an dieser Stelle endet diese Folge Railgrade. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Railgrade, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne das Spiel im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann freue ich mich auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.